Ich freue mich, dass Herr Wedekind heute da ist und etwas über Lernwerkstätten vortragen wird. Und da leite ich auch inhaltlich gar nicht zu ein. Wir haben in letzter Zeit viele Konzeptionen gemacht, also Montessori, Regiopädagogik. Hier kann man sagen, es ist eigentlich gar nicht eine so wirklich geschlossene Pädagogik, aber es ist alles drin, was andere Pädagogiken für sich beanspruchen, zumindest. Und was das bedeutet, wird Herr Wedekind als Papst der Lernwerkstätten Ihnen wohl auch gleich selbst noch erklären. Herzlich willkommen und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Danke. Bin auch gern gekommen. Und freue mich auch hier zu sein. Über Lernwerkstätten zu reden, ist eigentlich doof. Weil Lernwerkstätten Räume sind, die zum Begreifen einladen. Zum Begreifen einladen. Ich würde deswegen eine kleine Lernwerkstatt mit Ihnen machen. Ganz schnell, ganz kurz, weil ich für jeden eine Lernwerkstatt mitgebracht habe. Danach würde ich ganz kurz etwas zur naturwissenschaftlichen Bildung generell, aber speziell dann auf die Elementarpädagogik bezogen, darstellen, um dann den Kontext naturwissenschaftlicher Bildung, so wie ich sie mir vorstelle, zu beschreiben, und das wäre Lernwerkstattarbeit. Dann werde ich ein bisschen was über die Rollenverteilung in diesen Interaktionsprozessen Ihnen erzählen, und dann gehen Sie nach Hause, ich nach Hause, und dann schauen wir mal, wie heute Abend das Spiel ausgeht. Sie waren die Erste, die gekommen ist. Deswegen habe ich schon gesagt, ohne Absprache, würde ich ganz gern Ihnen etwas zeigen. Welche Augenfarbe haben Sie? Dunkelblau? Blaugrün. Mal gucken, ob das klappt. Sie nehmen jetzt mental Kontakt zu dieser Streichelschachtel auf. Wenn Sie diesen... Ich muss immer versuchen, ernst zu bleiben dabei. Wenn Sie diesen Kontakt hergestellt haben, nicken Sie mit Ihrem Kopf und führen dann die Streichholzschachtel, so wie Sie wollen, schnell oder langsam oder wie auch immer, nach unten. Okay? So. Sie hat es geschafft. Klatschen Sie doch mal. Ich habe Ihre Stärke gemerkt, Ihre mentale Stärke. Deswegen traue ich mich sogar noch ein zweites Experiment zu machen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich glaube nämlich, dass sie auch die Kraft hat, diese Schachtel nach oben zu bewegen. Wollen wir mal gucken? Immer noch hochgespannt? Total. Schauen wir mal. Okay? Mhm. Auch das hat sie geschafft. Vielen Dank. Da ich keine großen Schachteln einpacken wollte, habe ich mir gedacht, Sie sollen mal dahinter kommen, wie der Sender in dieser kleinen Streichholzschachtel aussieht, der mentale Strömungen aufnimmt und entsprechend reagiert. Am besten ist, Sie helfen mir noch mal ein Verteilen. Und da kann jeder sich eine Streichelschachtel nehmen. Ich gehe mal nach unten. Aufgabe, versuchen Sie mit diesen Materialien, die vielleicht gebraucht werden, aber vielleicht auch nicht gebraucht werden, eine Streichelschachtel zu bauen, die auf Ihre Augen reagiert. Sie haben 10 Minuten Zeit. Mehr schenke ich Ihnen nicht. Hier sind noch Streichelschachteln. Kommen Sie, holen Sie sich die. Lernwerkstattarbeit heißt im Prinzip selber tun. Sie können auch zusammen was machen. Aufgabe ganz schnell. Bitte? Oh. Es ist damit keine Leistungskontrolle verbunden. Versuchen Sie, kreativ zu sein. Zu überlegen, wie könnte das funktionieren? Ja.
Okay, da ich Ihnen doch noch einiges erzählen möchte, unterbreche ich jetzt mal diesen Prozess des entdeckenden Lernens und würde Sie bitten, diejenigen, die schon diese Streichholzschachtel gebaut haben, einfach mal aufzustehen und uns das zu zeigen. Sie haben es, habe ich gesehen. Sie haben es, wer hat es noch? Zeigen Sie es Ihren Kommilitonen mal. Ohne mentale Strömung sozusagen. Zeigen Sie es einfach mal. Trauen Sie sich. Achso, man kann sich schlecht hinstellen. Aha. Zeigen Sie es auch nochmal? Wunderbar. Wir sagen nicht, was drin ist, wie Sie es gemacht haben. Nur eins sage ich dazu. Das, was Sie jetzt gegenwärtig gerade gemacht haben, ist hochkomplexe Physik. Ohne dieses Phänomen würden wir gar nicht laufen können. Ohne dieses Phänomen würde kein Auto fahren können. Ohne das Phänomen würden wir möglicherweise auch den Gurt im Auto gar nicht anschließen. Es geht um Haft und um Gleitreibung. So kann man ganz einfach über ein Phänomen zu einem naturwissenschaftlichen Gesetz hinleiten, ohne dass man dieses Gesetz dann gleichzeitig schon formuliert. Darum geht es in der Elementarpädagogik gar nicht. Ich möchte, wie gesagt, jetzt zum Vortrag kommen. Ich habe mir ein Zitat ausgesucht von Horst Rumm. Mag ich ihn sehr. Er hat ungemein gute Gedanken. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit Texten von ihm auseinandergesetzt haben. Und was er aber gesagt hat, haben Sie gerade gemacht. Sie haben eine Sache vor sich gebracht und nicht hinter sich gebracht. Und das Schöne daran ist, Sie haben die Sache sogar jetzt noch in der Hand und können Sie mit nach Hause nehmen, Ihrem Freund, Ihre Freundin, Ihre Eltern oder wen auch immer faszinieren. Und Sie werden merken, dass Sie alle erstaunt sein werden und dann noch mehr erstaunt sein werden, wie einfach sich naturwissenschaftlichen Phänomenen zu nähern. Ein Trichter. Ein Trichter gehört zur Naturwissenschaft. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich zwei Trichter draus. Und der Trichter hat gleichzeitig auch eine Metapherfunktion, nämlich es gibt den Nürnberger Trichter. Ob der nun was mit Naturwissenschaft zu tun hat, weiß ich nicht so genau. Das heißt, eigentlich weiß ich es schon und sage so richtig nicht. Zumindest nicht in meinem Verständnis. Ich belege das mit Dewey. John Dewey hat einmal eine ganz interessante Aussage getroffen, ganz viele, aber in Bezug auf die naturwissenschaftliche Bildung hat er diese Aussage getroffen. Was ist natürlicher als die Annahme, dass dem Unreifen Zeit und Kraft gespart, dass er von unnötigen Irrtümern bewahrt werden kann, indem er dort beginnt, wo die sachkundigsten Forscher aufgehört haben? Diese zentrale Aussage von Dewey zieht sich jetzt durch den gesamten Vortrag. Erinnern Sie sich an Ihre eigene naturwissenschaftliche Ausbildung.
mit welcher Freude sie in den Physikunterricht gegangen sind, weil es dort um Formeln ging, weil es dort um Gesetzmäßigkeiten ging. Leider ist es oft passiert, dass sie damit angefangen haben und nicht den Weg der Forscher gegangen sind, die vielleicht 100 Jahre gebraucht haben, um zu so einer Aussage zu kommen. Genetisch sich auseinandergesetzt haben, beobachtet haben, die Natur erkundet haben und sukzessive zu den Gesetzen gekommen sind. Und schwuppdiwupp haben wir die Gesetze bekommen. Mit dem Resultat, dass einige vielleicht von Ihnen damit gar nicht so richtig anfangen können. Und das wollen wir verändern. Unbedingt. Und wir sollten im Elementarbereich damit anfangen. Wagenschein. Ein Physikdidaktiker, der eigentlich gar nicht für die Elementarpädagogik gestanden hat, sondern stärker im Sekundarstufenbereich Physik gelehrt hat, hat gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Wege, in die Naturwissenschaft zu kommen. Der erste Weg ist der, den vielleicht die meisten von uns, und ich war Physiklehrer, ich habe ihn am Anfang auch so betrieben, gegangen sind. Das heißt, wir haben von hinten nach vorn gedacht. Wir haben mit Grundbegriffen angefangen und haben versucht, ich als Lehrer zum Beispiel, die Schüler davon zu überzeugen, dass das stimmt. Mit allen didaktischen, streckenweise auch Tricks. Eine andere Variante, Naturwissenschaft zu erschließen, sich zu erschließen, ist genau andersrum. Nämlich mit den Phänomenen zu beginnen und entlang der Phänomene zu wissenschaftlichen Ansätzen zu kommen. Wir haben jetzt im Prinzip den zweiten Weg beschritten. Wir haben mit einem Phänomen begonnen. Und jetzt würde sich logischerweise anschließen können, sich mit der Reibung, der Haftreibung, der Gleitreibung und so weiter zu beschäftigen. Aber dafür bin ich heute nicht hier. Das ist die Gliederung meines Vortrags. Das andere war nur Vorspiel. Die Streichholzschachtel haben wir schon. Das heißt, das Geheimnis haben wir gelüftet. Oder Sie werden es noch lüften, wenn Sie dann nach Hause gehen. Heute Abend in der Halbzeitpause vielleicht oder so. Ich möchte was zur Steinschleuder sagen. Diese Steinschleuder habe ich vor Jahren in der Felsenbasteifestung Rathen gesehen. Ich war mit meiner Schwiegermutter und meiner Frau dort und wir haben uns die Burg angeguckt. Sie sind noch zu jung, als dass ich hier noch mal so einen kleinen Spaß einfüge. Ich zeige nur etwas. Assoziationen, die Schwiegermutter war immer so, aber ich habe eine gute Schwiegermutter, also hat diese Steinschleuder keine Bedeutung. Aber diese Steinschleuder wurde benutzt, um Schiffe, die auf der Elbe keinen Zoll bezahlt haben, zu versenken. Wir haben uns das alles angeschaut, wir saßen danach in einem Biergarten direkt vor dieser Burg. Und es kam ein Junge heraus, ein 5-jähriger Junge mit seinem großen sächsischen Vater. Und dieser 5-jährige Junge hatte einen Ast gefunden, etwa so lang. Und hatte diesen Ast in der Hand und nahm einen fiktiven Stein und legte den fiktiven Stein an das Ende des Astes. Und dann machte er Folgendes. Immer wieder. Ich trank mein Bier, schaute zu, dachte, aha, Piaget, okay, neue Erfahrungen. Also es werden Schemata aufgebaut, Junge übt, versucht, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, trinke mein Bier weiter. Und dann passierte etwas, was mich völlig fasziniert hat. Der Junge nahm den fiktiven Stein und legte ihn hierhin, direkt an den Drehpunkt. Und dann machte er tschippum, immer wieder tschippum, ganze Zeit. Und ich, begeistert, aufgesprungen zu dem großen sächsischen Vater, hab ihn angeguckt, hab gesagt, also wissen Sie, junger Mann, das ist der zukünftige Einstein. Der hat mit 5 Jahren die goldene Regel der Mechanik erschlossen. Der kann das Hebelgesetz. Da guckte der mich an, von oben nach unten, und sagte, naja, wissen Sie, aber so mit der Formel hapert's gewaltig. Der junge Mann hat etwas reflektiert,
was wir in Schule ansozialisiert bekamen. Ich weiß erst etwas, wenn ich mit der Formel arbeiten kann. Aber dass der Junge das komplizierte Gesetz, also die goldene Regel der Mechanik, erschlossen hat, intuitiv, hat er gar nicht wahrgenommen. Er ist schon ein Experte im Bereich der Mechanik. Der weiß auch, wenn der mit der Oma auf den Spielplatz geht, auf die Wippe, dass er irgendwann sagt, Oma, rutsch mal ein Stückchen weiter vor, sonst ist das unfair. Sonst bin ich nämlich immer oben. Das hat der Junge erfahren. Und das ist eine wichtige Botschaft, die ich zumindest als wichtig empfinde, die wir als Pädagogen und Pädagoginnen im elementaren Primarbereich berücksichtigen müssen. Und das hat Wagenschein aus meiner Sicht hervorragend wahrgenommen und letztendlich auch dargestellt. Er hat gesagt, Kolleginnen und Kollegen, achtet darauf, es gibt Verhinderer, Spalter, Hindernisbauer auf dem Weg zur naturwissenschaftlichen Bildung, auf dem Weg zur Naturwissenschaft. Es sind die Phrase, der Apparat, das Modell und die Formel. Er bestätigt damit Dewey, der gesagt hat, da sollte man nicht anfangen mit. Und er sagt, sie verhindern, dass sich Kinder in der Wirklichkeit einwurzeln. In der Wirklichkeit einwurzeln. Sondern, halt, sondern sie bleiben auf einer sehr abstrakten Ebene. Und der letzte Satz, ein Vermittler, sprich die Naturwissenschaft, hat sich zum Vorgesetzten verselbstständigt. Das heißt, diese unmittelbare Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, das unmittelbare Erfahren in der Wirklichkeit, wird verhindert durch Phrasen, Modelle, Apparate, Gesetzmäßigkeiten, die wir so als Lehrsatz hinwerfen. Wichtige Botschaft. Wir kommen gleich dazu, warum sie für mich so wichtig ist. Hier ganz kurz. Ich habe das mal zusammengestellt. Ich beziehe mich auf einen Kollegen Ramsiger, der 2009 diese Zusammenstellung gemacht hat. Es geht um die Definition von Scientific Literacy. Die American Association for the Advancement of Science ist eine der größten Wissenschaftsorganisationen der Welt und publiziert auch. Und die haben gesagt, wir machen mal eine Definition. Und das ist sie. Sie brauchen das jetzt nicht alles zu lesen, aber einiges möchte ich hervorheben. Einmal geht es darum, vertraut zu sein mit der natürlichen Welt und Respekt zu empfinden. Wenn man den letzten Klimagipfel sich genauer angeschaut hat, vermisst man so ein bisschen den Respekt vor dieser natürlichen Welt. Einige Schlüsselkonzepte und wesentliche Prinzipien der Naturwissenschaft verstehen. Klar, das ist auch ein Ziel. Aber bedeutend, ein bedeutendes Ziel ist, über die Fähigkeit zu verfügen, naturwissenschaftlich zu denken. Was heißt denn das, naturwissenschaftlich zu denken? Nicht gleich zur Formel zu gehen, sondern zu beobachten, Variablen abzuklären, immer wieder auszuprobieren, ob es in unterschiedlichen Varianten auch wieder funktioniert, bis man dann zu einer Überzeugung kommt und sagt, ja, ich habe es verstanden. Und auch das ist eine wichtige Botschaft, verstehen, dass die Naturwissenschaft, Mathematik, Technologie gehört auch dazu, nichts weiter als menschliche Erfindungen sind. Die gibt es ohne uns gar nicht. Die Gesetze schon. Aber die Naturwissenschaft gibt es nicht uns, ohne uns. Sie ist die abstrakte Beschreibung von Wirklichkeit. Und zwar unter ganz konkretem Weglassen von bestimmten Bedingungen. Das Fallgesetz zum Beispiel, können sich wahrscheinlich alle daran erinnern, funktioniert daher gar nicht. Wenn ich ein Kilo Federn und ein Kilo Eisen zur gleichen Zeit fallen lasse, müssten sie nach dem Fallgesetz gleichzeitig unten ankommen. Machen sie aber nicht. Weil das Fallgesetz eine Bedingung ausgeblendet hat, nämlich die Luftreibung. Dann stimmt's wieder. Es müsste auf dem Mond funktionieren. Habe ich noch nicht überprüft. Also, das als wichtige Botschaft vorweg, um das andere
dann nachvollziehen zu können. Wenn man diese Definition zugrunde legt, hat das pädagogische Konsequenzen. Und zwar in zweierlei Ebenen. Einmal geht es darum, die Gesetze der Natur zu verstehen. Und zum anderen geht es aber darum, die Natur der Wissenschaft zu verstehen. The Science of Nature and the Nature of Science ist eine kurze Zusammenfassung. Wirkliches Verstehen im Sinne von Wagenschein, ich nähere mich so langsam jetzt im Kontext von Lernwerkstatt, heißt eine Sache ganz lange zu durchdenken. Die Zeit zu haben dafür. Überlegen Sie, wie oft wir uns die Zeit nicht nehmen. Wie schnell die Zeit an uns vorbeiläuft. Aber diese Zeit sollten wir uns nehmen. Immer wieder nachfragen, abwägen, nachspüren. Alle Zweifel und Widersprüche so weit wie möglich abgearbeitet zu haben. Und dann am Ende wirklich überzeugt zu sein. Das muss ja noch nicht mal stimmen. In diesem Prozess der Annäherung zur Naturwissenschaft. Aber so, jetzt bin ich erstmal überzeugt, dass das, was ich jetzt herausbekommen habe, für mich momentan die Wahrheit ist. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, ich habe 1974 angefangen als Physiklehrer zu arbeiten. Das Atommodell, was ich damals gelehrt habe, Sie können sich möglicherweise daran erinnern, in der Mitte war der Kern und außen schwirrten dann die Elektronen rum. Heutzutage gibt es acht unterschiedliche Atommodelle, die gar nicht mehr mit dem Bällchen um den großen Ball mehr übereinstimmen. Das heißt, die Wissenschaft geht immer weiter und die Naturwissenschaft natürlich auch. Wagenschein sagt dazu, hey, besinnt euch, wir sollten wieder auf den Phänomenen stehen. Ich finde eine fantastische Metapher. Auch eine Botschaft. Das mündet alles hoffentlich dann logisch in Lernwerkstattarbeit. Das sind Geschichten, die man erzählen könnte, aber vielleicht eine. Dieser Junge ist ein sehr kluger Junge, hat vieles gesehen im Fernsehen, hat auch sehr interessierte Eltern. In der Schule fällt er auf, weil er immer sagt, weiß ich. Und als die Studierenden von mir mit ihm und seiner Klasse das Experiment Ei machen wollten. Gab es eine lange Geschichte davor, sagte, weiß ich, Ei geht unter. Es sei denn, es ist faul. Faules Ei schwimmt. Ja, aber wir haben ja ein frisches Ei. So, und dann haben wir natürlich etwas präpariert. Wir haben Süßwasser, wir haben Salzwasser, unterschiedliches Wasser hingestellt. Und in dem Moment war ich zufälligerweise mit der Kamera dabei, als der Junge, nicht wissend, dass das Salzwasser ist, das Ei dort hineingestellt hat. Gucken Sie mal den Gesichtsausdruck von dem Jungen an. Das ist ein Highlight, ein pädagogisches Highlight. Hier brauchte ich keine Motivation mehr. Hier brauchte ich nicht irgendwie intrinsische Motivation herauskitzeln. Der war heiß. Der wollte das rausbekommen, weil das, man kann es ja auch wissenschaftlich sagen, ist ein kognitiver Konflikt, in dem er gekommen ist. Und er wollte es lösen. Hat er dann noch gemacht, hat ganz verschiedene kleine Experimente oder Versuche gemacht. Und zum Schluss hat er so ein großes Glas genommen, hat unten Salzwasser reingemacht und ganz vorsichtig oben Süßwasser. Und dann hat er das Ei reinfallen lassen. Wissen Sie, was passiert? Das Ei geht runter und bleibt in der Mitte stehen. Und dann ist er nach Hause gegangen mit strahlenden Augen. Ein kleiner Schlenker. Nochmal zu Dewey zurück, um auch das nochmal einzubetten, was ich versucht habe bis jetzt zu sagen, was noch kommt. Dewey hat gemeinsam mit der Evelyn 1915, übrigens das Buch lohnt sich, spricht von vier Grundbedürfnissen. Das erste Bedürfnis, und zwar Grundbedürfnisse, die Kinder schon vor der Schule haben. Einmal das Bedürfnis, sich mit anderen mitzuteilen. Erfahrungen auszutauschen, sich zu verständigen. Er sagt, to communicate, mein Gott. Das Bedürfnis,
sich kreativ zu betätigen und persönliche Empfindungen spielerisch und künstlerisch auszudrücken. To express. Das Bedürfnis, unbekannte Dinge zu untersuchen, Neues auszuprobieren und zu hinterfragen. To inquiry oder explore. Und als letztes Bedürfnis, das Bedürfnis, etwas zu tun, etwas herzustellen, zu bauen und Werkstücke zu gestalten. Diese vier Bedürfnisse, eigentlich tragen das auch wir noch in uns, sind Grundbedürfnisse von Kindern, denen man auf jeden Fall in jedem pädagogischen Kontext nachkommen sollte. Das hängt nämlich mit dem Verstehen zusammen. Das sind die Schritte zum Verstehen. Eine eigene Frage haben. Eine eigene Frage. Nicht die Frage des Lehrers oder der Lehrerin oder der Erzieherin. Eine eigene Frage zu haben. Ganz schwieriger Prozess. Sich zu vergegenwärtigen, was ich weiß. Das heißt, welche naiven Theorien, welche Präkonzepte trage ich in mir? Dann so Erklärungsversuche, Vermutungen formulieren. Das passiert sehr oft. Im Kita-Bereich würde ich mit Vermutungen vorsichtig umgehen. Weil wenn Kinder noch keine entsprechenden Erfahrungen gesammelt haben und wir sie dann zu Vermutungen nötigen, verleiten wir sie zum Raten. Und ich spiele schon seit langem nicht mehr Lotto, weil ich das Gefühl habe, dass die Lottobetriebe mich nicht wertschätzen. Weil ich habe noch nie was gewonnen. Das heißt, wenn ich Menschen zum Raten nötige, nehme ich sie eigentlich gar nicht ernst. Es sei denn, es ist ein Spiel. Aber in dem Fall warne ich immer und sage, passt auf, Elementarbereich, ab wann es wirklich sinnvoll ist, Kinder zu bitten, etwas zu vermuten. Ich muss wissen, dass sie Erfahrung dazu gesammelt haben. Ansonsten finde ich es sogar persönlichkeitsschädigend. Ausrufezeichen. Beobachten, Versuche experimentieren, klar durchführen, reflektieren der Ergebnisse und eine Aussage formulieren, von deren Richtigkeit man zum gegenwärtigen Zeitpunkt überzeugt ist. Das wären sozusagen die Schritte hin zum Verstehen. Eine Kollegin, Brunhilde Marquardt-Mau, hat mal einen Forscherkreis entwickelt. Dieser Forscherkreis ist zumindest anfänglich vom Haus der kleinen Forscher und von anderen Menschen und Organisationen so als Rahmung für das forschende Denken genommen worden. Ich bin inzwischen ein bisschen ambivalent dazu. Und zwar meine Ambivalenz rührt von dem Beginn. Ich habe festgestellt, dass im elementaren Primarstufenbereich bei vielen Kindern keine Frage am Anfang steht, zumindest nicht explizit. Und damit ist dieser Forscherkreis für mich ganz stark auch aus der Perspektive von Pädagogen und Pädagoginnen formuliert. Wir haben im Helium, ich bin wissenschaftlicher Leiter eines Kinderforscherzentrums, wir gucken dann vielleicht nochmal in so einen kleinen Film hinein, den wir dort gedreht haben, haben festgestellt, dass Kinder anders forschen, dass Kinder anders in das Forschen kommen. Das habe ich hier mal dargestellt, ich hoffe, er kommt, ja. Und zwar geht es ganz anders. Und Sie können sich vergleichen, wie es bei Ihnen so ist. Es geht in der Regel, das haben wir festgestellt, und das hat auch was mit Lernwerkstattarbeit zu tun, erst einmal um die Orientierung in einem Raum. Das kann auch ein theoretischer Raum sein. Aber für Kinder hauptsächlich in einem gestalteten Raum. Oder die Wiese, oder der Wald, oder der Bach, oder was auch immer. Dann beginnt etwas, was hochspannend ist und was wir pflegen sollten. Die Kinder fangen an, spielend und explorierend sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Sie haben das übrigens auch gemacht. Haben angefangen,
die Hand war im Prinzip jetzt das Ding, was sozusagen sie befähigt hat, die Streichelschachtel ein bisschen zu fühlen oder zu erkunden. Dann, aber das funktioniert nicht immer, aber ist oft zu beobachten, passiert in diesem Explorieren und diesem Erkunden mit einmal etwas, was bei dem kleinen Jungen mit diesem Ei passiert ist. Oh, da ist es was passiert. Da will ich dahinter kommen. Da ist irgendetwas. Und dann gibt es nochmal so eine Phase des vertieften Explorierens oder die Kinder gehen gleich weiter und kommen aus dieser Verwunderungsphase hin. Ich habe eine Idee entwickelt. Vielleicht ja auch eine Vermutung schon. Und dann, und das ist hochinteressant, kommt auch auf die Settings an, in denen Kinder dann unterwegs sind, dann suchen die sich Materialien. Nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Stationsbetrieb, da liegen Materialien bereit. Oder es ist ein ganz, ganz offenes Buffet. Oder wie gesagt, im Wald und Wiese, da ganz viel ringsrum, dann hat man vielleicht eine Lupe oder sonst irgendwas mit. Und dann beginnen die Kinder, das Material zusammenzustellen, mit dem sie dann Versuche durchführen. In dieser Versuchsphase passiert etwas Hochspannendes und ich glaube, das ist wissenschaftlich noch nicht genug untersucht. Wir hatten am Anfang darüber kurz gesprochen, nämlich in den Peers. Wenn Kinder miteinander interagieren, geschieht unendlich viel in Bezug auf vorläufigen Ergebnisaustausch, in Wertschätzung, in Anerkennung dessen, was der eine festgestellt hat, in Rückkopplungen auf das, was sie insgesamt tun. Das heißt, hier in diesem bei dieser Versuchsdurchführung beginnen schon vorläufige Ergebnisdiskussionen. Und wir im Helium machen dann noch etwas, um mit der Gruppe einen gemeinsamen Abschluss zu machen. Das gehört übrigens auch zur Lernwerkstattarbeit. Wir reflektieren gemeinsam dann die Lernwege. Das heißt, wir reden darüber, wie man zu bestimmten Ergebnissen gekommen ist. Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich gebe dir ein Podium, um dir die Möglichkeit zu geben, uns zu erzählen, was du erlebt hast, was du gemacht hast und was du möglicherweise herausbekommen hast. Und dann gehen wir davon aus, dass neue Fragen entstehen. Also, der Forscherkreis von Marquardt Mau ist bei uns im Prinzip, beginnt bei uns im Prinzip hier unten irgendwo. Und wir haben aber die Frage weggelassen. Weil die Frage, eine Frage zu finden, ist ausgesprochen schwer. Irgendwann kommt man zu einer, aber nicht gleich. Übrigens auch Erwachsene nicht. So, all das, was ich jetzt so erzählt habe, führt letztendlich zu einer Konsequenz. Bei mir und Kollegen, die ähnlich denken wie ich, führt es zur Konsequenz, darüber nachzudenken, einen Raum zu finden, ihn zu gestalten, in dem all das, was ich vorher gesagt habe, möglich ist, der zum Verstehen anregt, der zum Explorieren anregt, der im Prinzip letztendlich auch zu vorläufigen Erkenntnissen führt. Im Handeln und Reflektieren. Und das ist die Lernwerkstatt. Die Lernwerkstatt, ich frage einfach mal, kennt ihr Lernwerkstätten? Sucht welche hier? Ich glaube, hier an der Universität gibt es einige. Vielleicht geht ihr danach mal hin und guckt mal, ob das, was ich jetzt als idealtypisch hier vorstelle, vielleicht dort auch zu finden ist. Lohnt sich. Eine Lernwerkstatt ist nichts weiter als ein Raum. Erst einmal. Ist ein Begriff, der eigentlich inflationär benutzt wird. Also Lernwerkstätten gibt es als kleine Broschüren und sonst wie. Nein, das ist nicht mein Ding. Das ist auch nicht das, was ich als Lernwerkstatt verstehe. Für mich ist Lernwerkstatt ein Raum und der hat eine Eigenschaft. Mehrere. In dem es nämlich möglich, relativ sanktionsfrei am eigenen Lernen zu werkeln. Das heißt angstfrei. Eigene Fragen finden und anzufangen. Es ist ein Ort, an dem versuchsweise Probehandeln erfolgen kann. Doppelt gemoppelt, bewusst. In dem eine aktive Sammlung von Ideen angehäuft werden.
von anderen, die da sind, bei mir im Raum, einer Lernwerkstatt, gibt es eine Aussage. Jeder Student, der zu mir kommt, jede Studierende, die zu mir kommt, hat die Aufgabe, eine Spur zu hinterlassen, eine Lernspur zu hinterlassen. Kein Kaugummi unterm Tisch. Eine Lernspur. Um deutlich zu machen, hey, ich habe hier etwas getan, was ich auch anderen gönne, es tun zu können. Schafft ein spezifisch einladendes und fragengenerierendes Lernmilieu. Bietet eine Please Touch Me Lernlandschaft der denkenden Hand. Hier könnte man eine ganze Vorlesungsreihe daraus machen. Das heißt, wenn man in so einen Raum reinkommt, fängt er an, mit einem zu reden. Das sind unendlich viele Dinge, wenn man die angefasst hat. Da liegt auch mal so eine Streichholzschachtel übrigens und ganz viele andere Sachen. Dann löst das Fragen aus. Hey, da möchte ich dahinter kommen. So wie Kinder immer dahinter kommen wollen, geschieht das auch bei Erwachsenen. Ist ein Raum für beiläufiges, inzidentielles Lernen. Das heißt, es geschieht ganz, ganz, ganz viel dort, was gar nicht definiert werden kann, weil der Raum so voll gepackt ist mit ganz vielen Informationen. Ist ein pädagogisches Labor für Erwachsene, nicht für Kinder. Kinder brauchen das nicht. Für Erwachsene. Um sich auszuprobieren, ob sie überhaupt in so einem Lernmilieu, in dem nämlich Macht abgegeben wird, Erwachsenenmacht abgegeben wird, überhaupt arbeiten können. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ist ein Ort der Rückbesinnung auf gute alte Pädagogik? Das, was ich hier darstelle, das ist 100 Jahre alt. Ich zeige dir nochmal so zwei Zitate. Und nochmal ein Angebot für das Finden eigener Frage. Nachhaltigkeit von Lernwerkstätten, Niedersachsen hat da Erfahrungen und die Bundesländer insgesamt auch, erfolgt nur, wenn man drei Bedingungen erfüllt. Personell eine Verantwortlichkeit, institutionell eingeordnet in eine Einrichtung und materiell. Es muss ein Raum vorhanden sein. Wenn eines der drei Dinge nicht funktioniert, ist Lernwerkstatt sehr fragil und ratzbatz auch wieder nicht mehr vorhanden. Das mache ich ein bisschen schneller. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Doch. Ach. Die lerntheoretische Basis für Lernwerkstattarbeit ist der moderate Konstruktivismus. Gersten Reich hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben. Wir gehen davon aus, dass Lernen ein aktiver und konstruktiver Prozess ist, in dem der Lernende der Akteur des Prozesses ist. Das kann man so ganz schnell sagen. Aber die pädagogische Konsequenz ist eine Herausforderung an sich. Lernen ist immer Neukonstruktion von Welt. Das ist ja ein Zitat von Piaget. Lernen ist ein individueller Prozess, findet in situativen Kontexten statt, erfolgt selbstreguliert, ist ein kumulativer Prozess. Das erleben Sie täglich. Wenn der Sprung zum Neuen zu groß ist, kriegt man den Anschluss nicht. Also es baut immer auf einer gewissen Erfahrungs- und Wissensbasis auf, um dann weiterentwickelt zu werden und findet in sozialen Kontexten statt. Wenn das so ist, hat das eine Konsequenz, und zwar eine sehr, sehr radikale Konsequenz, nämlich für die Rollen zu ja, hier ist er nochmal, der Trichter. Das heißt, der funktioniert nicht mehr. Weg damit. Dann hat das eine Konsequenz für die Rollenzuschreibung in diesem pädagogischen Kontext. Das ist auch wieder sehr viel Text. Ich habe gut sehr viel Text jetzt zusammengehäuft, um so viel wie möglich an Botschaften zu senden. Kinder lernen selbstbestimmt eigenverantwortlich. Das heißt für den Pädagogen, konzipieren, organisieren, arrangieren, strukturieren. Entsprechend der Lernvoraussetzungen individuell lernen heißt begleiten, beobachten, analysieren und reflektieren. Und zwar gemeinsames Reflektieren der Lernwege. Nicht kontrollieren. Nicht dirigieren. Darf Fehler und Umwege machen. Berät durch Hilfestellungen. Das heißt, der Fehler ist eine Chance. Eine Chance, in das Denken der Kinder zu kommen. Umwege gehen. Ich habe 1974, wie gesagt, als Lehrer angefangen und hat in der 10. Klasse
Physik unterrichtet, 10. Klasse. Nach 3 Monaten, 2 Monaten, 2,5 Monaten habe ich die erste Arbeit geschrieben. Fürchterliche Ergebnisse. Und ich habe gedacht, ich war ein guter Lehrer. Das heißt, als ich die ausgegeben habe und die vielen schlechten Noten gegeben habe, bin ich völlig zerstört, sage ich mal, und wütend, Psychohygiene betreibend, ins Lehrerzimmer gegangen und habe auf die Kinder geschimpft. Ja, war nicht so gut. War ja auch Anfänger. Aber dann kam ein alter Kollege zu mir und sagte, Hartmut, bedenke eins, die Fehler deiner Schüler eröffnen dir den Blick in ihr Denken. Und zweitens, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Konnte ich damit nichts anfangen. Zu Hause abends ist mir das nochmal durch den Kopf gegangen und dann dachte ich, der alte Kollege hat recht. Eigentlich müssten Lehrer und Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen gar nicht die Berufsbezeichnung haben, die sie haben, sondern sie müssten eine andere Berufsbezeichnung haben. Professionell ausgebildete Umwegschilderaufstellerinnen müssten sie heißen. Und zwar in Bezug auf Inhalte. Nicht Autobahnen, schnell zum Ziel, mit Leitplanken, sondern Feldwege, Pfützen, Sackgassen. Das müsste man Kindern ermöglichen, um Inhalte zu erschließen. Das war für mich eine Botschaft. Ich habe lange gebraucht, ehe ich sie realisieren konnte. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie jetzt schon realisiere. Aber ich bin auf jeden Fall der Hoffnung, dass ich in der Richtung weiterdenke. Viele andere Sachen einbringen. Das heißt Aufnehmen der Ideen. Sich als Experte einbringen. Das heißt die Eigeninitiative und die Expertise wertschätzen. Das sind komplett sehr herausfordernde Anforderungen an das Lehrer- und das Pädagogendasein. Weil hier muss etwas gedreht werden im Denken. Lernwerkstattarbeit ist ja letztendlich die Gestaltung der Interaktion zwischen Kindern, Erwachsenen, zwischen Lernenden, Lehrenden oder Lernbegleitenden. Nochmal schnell, findet in einer Lernumgebung statt. Bietet Anlässe zum Staunen, Verwundertsein. Orientiert sich an Arbeitsweisen des forschenden und entdeckenden Lernens. Ermöglicht den Lernenden die Wahl von Themen, Partner, Methoden, Zeit, Ort. Schenkt den Lernenden durch Wertschätzung die Sicherheit, individuelle Lernwege gehen zu können. Beruht auf gemeinsam verabredeten Regeln. Das ist generell für pädagogische Interaktionsprozesse notwendig. Und, das ist auch wichtig, erfordert eine Dokumentation der Lernergebnisse. Auch hier wieder Prinzip Wertschätzung. Du hast etwas geleistet, also schenke ich dir die Zeit, dass du das auch dokumentieren kannst. Jetzt kommt noch mal eine Hammerfolie. Entschuldigung. Die habe ich heute zusammengestellt, weil ich noch mal ganz intensiv darüber nachgedacht habe, was die Herausforderungen für die Pädagoginnen und Pädagogen sind. Und zwar im Elementar- und Primarbereich hauptsächlich. Ich muss es aushalten und muss es ertragen, dieses scheinbar Unsystematische, dieses Eigenständige von Kindern. Das ist gewaltig, was dort geleistet werden muss. Man muss Zeuge sein, das ist ein bisschen Retro-Pädagogik. Zeuge sein und die Fähigkeit auszubilden, in Anwesenheit eines anderen allein zu sein. In Anwesenheit eines anderen allein zu sein. Dieser Winnicott hat das beschrieben, wie Mütter mit Kindern in einem Raum agieren. Die Mutter ist da. Das Kind macht etwas, aber das Kind fühlt sich nicht genötigt, sozusagen durch die Mutter, immer ihre Anwesenheit zu huldigen, sondern es macht für sich und die Mutter ist aber auch da. Also da zu sein und trotzdem alleine zu sein. Ganz interessante Sache, müsste man noch ein bisschen intensiver darüber nachdenken. Mit Humor und Fantasie, klar, mit Humor und Fantasie den Kindern Raum geben,
und auch an der Imagination und der Fantasie sich mit Freude beteiligen. Das ist so spannend, was da geschieht, wenn man es nicht gleich platt macht. Dem Handeln und Denken der Kinder einen strukturierten Rahmen geben, das ist gewichtig, durch ehrliche Anteilnahme und Gabe. Aufmerksamkeit fokussieren, Besonderes herausheben, auch das ist eine Aufgabe, die geleistet werden muss. Sich auf der Grundlage gemeinsam geteilter Erfahrung als kompetenter Erwachsener einbringen. Nicht so eine Osterhasenpädagogik machen oder so eine Kellnerpädagogik, sondern sich als kompetent einbringen. Aber die Kinder nicht, sagen wir mal, bevormunden, sondern mit ihnen ins Gespräch kommen. Gemeinsam geteiltes Denken. Das nun der Kinder widerspiegeln, um ihnen ihr Handeln und Denken bewusst zu machen, ohne es direkt beeinflussen zu wollen. Und sich selbst als ein Modell für Lernen begreifen und sich bewusst zu sein, dass ich als Erwachsener implizit oder explizit, bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht gewollt, immer, immer auch ein Modell bin. Ich habe hier noch einen kleinen Umweg eingelegt, weil das bietet sich an in Bezug auf ein Modell. Eine Kollegin und ich, die Iris nennt mich Gesemann, und unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin, haben wir eine Untersuchung gemacht in einer Lernwerkstatt, Zauberhafte Physik. Und dort haben wir beobachtet, wie Kinder sich mit naturwissenschaftlichen Phänomenen beschäftigen. In relativ strukturierten Settings. Und was wir herausbekommen haben, das war für mich sehr interessant und auch neu. Es gibt vier unterschiedliche Typen forschenden Handelns, die alle in einer Person auftreten. Es gibt diesen spielerischen, animistischen Typ, der sofort irgendwas nimmt. Wir hatten da so eine Szene mit Krokodilklemmen. Die sollten da irgendeinen Kreis machen und der Junge nahm die Krokodilklemme, hatte noch nie eine Krokodilklemme in der Hand gehabt und machte dann immer Kroko, Kroko, Kroko und zog mit dieser Krokodilklemme so immer die Batterie hinterher. Das heißt, er hat sozusagen spielerisch mit diesen Krokodilklemme sich auseinandergesetzt. Wir haben es gelassen. Er brauchte das, um diesen Begriff für sich neu einzubauen. Dann der aktionistisch-explorative Typ. Ran, aktiv, habt ihr alle bestimmt schon beobachtet, aber gleich weiter. Dann der reproduzierende, mimetische Typ. Es gibt Kinder, die in offenen Settings, das war für mich sehr erstaunlich, in offenen Settings mit ungemeiner Geschicklichkeit den Lernbegleiter dazu nötigen, Anführungsstrichen, ihm was vorzumachen. Obwohl eigentlich der Lernbegleiter diesen Raum ihm schenken wollte, es selber zu tun. Nein, ganz geschickt hat der Junge, den wir da beobachtet haben, den Lernbegleiter dazu genötigt, komm, zeig mir das mal. Das brauchte er. Auch diesen Typ finden wir. Und den problemlösenden reflexiven Typ. Das ist der Typ, der sozusagen unserem pädagogischen Idealismus entspricht, den wir aber leider noch nicht so oft immer finden. Noch zwei Textfolien und dann würde ich den Vortrag erstmal beenden. Kinder in der Lernwerkstatt. Ausreichend Zeit haben, sich auszuprobieren. Das ist das, was wir uns alle so wünschen. Sie entwickeln eigene Theorien, philosophieren über Dinge und ordnen ihre vorläufigen Erkenntnisse, erfahren Selbstwirksamkeit, indem sie sich selber einbringen können und ihre Stärken und Interessen deutlich machen und nicht gehemmt werden dadurch, durch andere. Lernen, mit Fehlern konstruktiv umzugehen, habe ich schon gesagt. Neugierig zu sein. Die Neugierde als Quell für Wissens immer wieder neu zu spüren
und in der Lage zu sein, das eigene Lernen zu beschreiben. Das sind so wichtige Positionen, die Lernwerkstattarbeit auszeichnen und Kindern sozusagen das auch schenken. Ich fange mal hier an. Wie erreicht man denn das? Einmal, das ist die Erfahrung, die ich jetzt über 20 Jahre in dem Metier gesammelt habe, geht es darum, dass ihr zum Beispiel, die aus der Schule kommen, sich in ein erziehungswissenschaftliches Studium bewegen, letztendlich dort in diesem Bereich später auch tätig werden wollen, dass es gelingt, auch Pädagogen, Pädagoginnen, gelingt, so einen Entschulungsprozess und Neubildungsprozess auszulösen. Weg von diesem sozialisierten schulischen Denken, sehr kompliziert, aber immer wieder durchzuführen und dann wirklich hin zum Verstehen zu gehen, nicht zum Nachplappern, nicht zum Phrasendreschen, zum Verstehen. Dann fähig zu sein, Bildungspotenzen in konkreten Handlungen von Kindern zu erkennen. Das ist ein ganz, ganz neuralgischer Bereich, speziell in der Elementarpädagogik, dass viele, viele Handlungen von Kindern, von auch erfahrenen Erzieherinnen und Erziehern oft nicht gedeutet werden können, weil auch die naturwissenschaftliche Einbindung fehlte. Zum Beispiel, wie öffnet ein Kind, das gerade laufen kann, die Tür? Beobachten Sie es mal. Das geht nicht hierhin. Das geht hierhin. Und irgendwann merkt es, wenn ich jetzt ein Stückchen weiter rüber gehe, dann geht die Tür leicht auf. Das heißt, in solchen Handlungen und vielen, vielen anderen kann man beobachten, dass Kinder sich in dem Fall, geht es wieder um die goldene Regel der Mechanik, aber das ist auch in diesem Alter eines der wichtigsten Erfahrungen, die sie sammeln, kann man wunderbar aufgreifen und mit dem Kind das thematisieren und in anderen Kontexten wieder zusammenführen. Aber dann, man muss es sehen, man muss diese Kenntnisse letztendlich auch besitzen. Und da sind wir insgesamt in den letzten Jahren, gerade im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung, nicht ganz so weit gekommen, wie ich mir das wünschen würde. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt in den nächsten Jahren besser hin. Schäfer hat mal etwas gesagt, was ich ausgesprochen gut finde. Und zwar auch in der Bescheidenheit, in der die Botschaft gesendet wird. Nämlich fähig zu sein, den Kindern bei ihrem Tun zuzusehen, um aus dem, was wir davon begriffen haben, einen Vorschlag zu ihrer Unterstützung und Begleitung herauszudestillieren. Finde ich genial. Also eine wunderbare, bescheidene, aber ungemein auch herausfordernde Aufgabe für Pädagogen. Und all das führt eigentlich dazu, befähigt zu sein, das Lernen der Kinder co-modellierend und co-konstruierend zu begleiten. Das heißt, eine Fähigkeit zu entwickeln, das Verstehen in einer zweiten Ordnung. Das ist eine Herausforderung an die Pädagogen. Das bietet letztendlich Lernwerkstatt, weil es darin immer wieder neu geübt werden kann und letztendlich man sich dafür entscheidet oder auch nicht. Das ist vielleicht eine wichtige Botschaft, die mir noch sendet, bei allem Idealismus, den ich sozusagen in dieser Hinsicht dann in mir trage. Lernwerkstätten. Das ist die Lernwerkstatt, eine ältere, in der ich gearbeitet habe. Das sind Erzieherinnen, die den hoffnungsvollen und dann letztendlich hoffnungsschwindenden Versuch unternommen haben, Feuer herzustellen. Zum Schluss haben sie eine Bohrmaschine genommen und haben versucht, dann mit einer Bohrmaschine und einem Holzstück Feuer zu machen. Es hat nicht geklappt. Der Montage, dahinter gucken. Wie funktioniert denn so ein Wasserkocher? Wer macht denn damit einmal den Strom aus? Wo ist denn das? Mal reingucken. Faszinierend. Auch hier. Studenten bei mir in meiner Lernwerkstatt. Kinder in der Lernwerkstatt. Auf Augenhöhe begleiten. Ins Gespräch kommen. Den Dialog suchen.
gemeinsam reflektieren, gemeinsam geteiltes Denken realisieren. Es geht um die Flamme. Ein Raum, der zum Anfassen anregt. Ein Raum mit Werkzeugen. Grundschule im Grünen in Berlin. Mit Angeboten zum Versuchen. Kleine Materialien, aber frei zugänglich. Wasser. Abenteuer Wasser in einer anderen Landwerkstatt, der Reinhardswald. Eine Ecke zum Zurückziehen, zum Recherchieren, zum Lesen, aber auch einfach mal, um sich zurückzuziehen. Das war meine Lernwerkstatt in der Humboldt-Universität, da habe ich 19 Jahre gearbeitet. Ateliers. Alles klar? Dann erstmal schönen Dank für das disziplinierte Zuhören. Ich habe euch noch einen kleinen Film mitgebracht, der möglicherweise das, was ich jetzt so holzschnittsartig und doch sehr massiv vorgetragen habe, nochmal transparent macht. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich denke, wir haben die Zeit dazu, den Film anzuschauen, und dann stehe ich auf jeden Fall noch für Fragen zur Verfügung. Schauen wir uns den Film an? Ich gucke in den Kreis. Okay. Das ist ein Film, den wir gedreht haben. Den wir gedreht haben im Kinderforscherzentrum Helium. Das Kinderforscherzentrum Helium ist eine auf einer grünen Wiese aufgebaute Lernwerkstatt für Kinder in Marzahn-Hellersdorf hauptsächlich, in einem sehr problematischen Stadtbezirk Berlins. In Kooperation mit der Senatsschulverwaltung, mit dem Bezirksamt und der Alice-Salomon-Hochschule haben wir dieses Haus aufgebaut. Und den Film, den ich jetzt zeige, ist so ein kleiner Lobbyfilm. Ein Imagefilm heißt das ja. Imagefilm, der auch auf der Homepage zu sehen ist. Wer Lust hat, kann sich dann in die Homepage mal einklicken und wird dann ganz, ganz viele schöne Informationen, glaube ich, noch finden. Aber jetzt erstmal zum Film. Herzlich willkommen bei uns hier im Kinderforscherzentrum Helium. Das sind unsere beiden Forschergeister und Maskottchen Helle und Leon. Und die beiden, die zeigen euch jetzt mal das Helium von innen. Was man so alles forschen kann. Kommt damit rein. Hallo Helium, hier wohnen Helle und Leon. Sie sind Forschergeister par excellence. Helle und Leon laden alle Kinder ein. Nun haben wir die Kinder in der Wuselphase, also bei der Orientierung in einer von uns vorbereiteten Lernumgebung, hier zum Thema Windfrequenz, beobachten können. Begleiten wir sie weiter durch den Workshop unter dem Aspekt des Helium-Forscherkreises. Ob Luft, ob Sonne, Müll oder Wind, ob Wasser oder Boden, sei ein Forscherkind. Das sind die Themen und noch viel mehr. Helle und Leo richten was her, auch nach die Umwelt, Technik, Energie. Hier könnt ihr forschen, vieles freier forschen, wie noch nie, lass deiner Neugier freien Lauf. Helle und Leon tun es auch. Thank you.
hier, brav fliegen die Bälle hier rein. Auf die Eltern forschen mit uns haben Spaß. Hier kann man forschen, vieles frei erforschen, wie nur was, lass deiner Neugier freien Lauf. Hella und Leon tun es auch. Das war ein Knaller. Können wir noch weiter forschen? Ja, wir wollen jetzt auch noch mal sowas in der Art mit Luft oder vielleicht mal. Aber nicht genau das Gleiche, weil jetzt wissen wir ja, wie das funktioniert. Aber ja, jetzt und vielleicht Ideen, die anderen ja dann auch und dann wollen wir ja ein bisschen was anderes machen. Ihr habt ja auch wirklich, ihr seid ja dem Ding auf die Schliche gekommen, wenn ihr das letztendlich geschafft habt. Ne? Ja. Langer Prozess, aber großartig gelöst. Ich bin echt selbst begeistert. Ich habe erst gedacht, das funktioniert gar nicht. Ja. Und nun? Jetzt wird es funktionieren. Ja, sieht man. Also, da bin ich an den großen Ventilator gegangen. Ich habe mit der Stoppe und dem Ventilator und dem Dreh-Dings erforscht, dass es da so gedreht hat, dass das mit der Klammer und Schraube und Stein immer hochgegangen ist. Bei den Kleinen ging es nicht ganz so gut hoch, aber bei den Großen Stein konnten wir es nicht nehmen und dran machen, weil es ja nicht ging. Wieso ging es nicht? Hast du das rausgekriegt? Also ich habe rausgekriegt, dass der große Stein zu schwer ist, dass er alles damit runterzieht. Hier war dann ein Direkttornado und der hat sich die ganze Zeit im Kreis gedreht. Ja, aber die Frage, was ich jetzt habe, ihr wolltet ja, dass das irgendwie oben rauskommt, ne? Das sollte platzen. Ist nicht passiert. Ja, stimmt, hier. Wo wolltet ihr denn, dass es platzt? Hier oben bei dem Luftballon. Okay, ihr wolltet, dass es oben rauskommt. Und jetzt habt ihr aber gerade festgestellt, in der Mitte war dieser Tornado. Ja. Das heißt, wo ist die Luft jetzt geblieben? Ob Luft und Sonne, Müll oder Wind, ob Wasser oder Boden, sei dem Vorschlag hin. Das sind die Themen und noch viel mehr. Helle und Leon richten das her. Ob Navi, Umwelttechnik, Energie. Ihr könnt ja forschen wie noch nie. Die Idee des Helium entstand vor 3 Jahren hier im Quartier, Helsdorfer Promenade. Die Leiter der Grundschule, Pusterblumen Grundschule, ist mit der Idee an das Quartiersmanagement gewandt und hat sich ein naturwissenschaftliches Forschungszentrum für Kinder gewünscht. Die Idee hat sehr gut dem Bezirksamt Nassau-Hellersdorf gefallen und es wurden weitere Akteure mit einbezogen. Hallo, Helium, hier wohnen Hell und Leon. Sie sind Forschergeister per Exzellenzierung. Hella und Leo laden alle Kinder ein, zum Tüfteln und Verstehen und um neugierig zu sein, zum Begreifen eines Navi-Phänomens.
ich will's verstehen. Was hast du denn hier beobachtet? Also, ich habe beobachtet, dass die Kinder hier ganz toll geforscht haben. Steht. Kinderforscherzentrum Helium in der Kasernallee 59 12 627 Berlin. www.helium-berlin.de. Dort könnt ihr auch diesen wunderbaren Song, die Helium-Hymne, runterladen und so oft anhören, wie ihr wollt. Juhu. Helle und Leum freuen sich auf euch. Schaut mal vorbei. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, herzlichen Dank. Einmal durchatmen. War natürlich kompakt. Sie haben ja gerade gesagt, Fragen zu entwickeln ist etwas sehr, sehr Schweres. Trotzdem die Frage an die Fragenden, vielleicht, die noch Fragen haben. Bitte. Ja, wer setzt denn die Impulse bei den Kindern? Also denn überlegen die sich selbst was? Ja, wir machen jetzt mal was zur Luft und lassen den Luftballon platzen? Oder wer macht das? Das ist eine tolle Frage, sage ich mal. Weil das zugleich auch einen neuralgischen Punkt dieser Interaktionsprozesse deutlich macht. Also der radikalste Lernwerkstattansatz ist, guten Tag, macht. Ja? Das heißt, das kann ich auf einer Wiese machen, das kann ich überall machen, das kann ich sogar in einem leeren Raum machen. Aber ich sage Ihnen, ich traue mich das auch nicht immer. Dann gibt es eine nächste Stufe. Die Stufe, ich sage dann so eine Art Buffet-Modell. Herbert Hackstedt hat das mal entwickelt. Das heißt, ich bereite für einen Themenbereich etwas vor. Zum Beispiel habe ich jetzt die Streichelschachtel hier mitgebracht. Das wäre ein Mini-Mini-Mini-Buffet-Modell. Da befindet sich zu einem Thema etwas im Raum. Das Interessante daran ist aber, dass die Lernbegleiter, die diesen Raum vorbereitet haben, ganz, ganz viele Möglichkeitsfelder des Tuns für sich antizipiert haben. In der Regel muss es so sein, dass man das fast alles schon mal gemacht hat. Das wäre das, da ist man am authentischsten dabei in der Begleitung. Das ist aber ein relativ offenes Konzept. Das heißt, ich muss in dem Moment letztendlich damit leben, wenn ein Kind dann die Materialien nimmt und was völlig anders macht. Weil ich habe in dem Moment keine Macht mehr. Es sei denn, ich gehe rigide vor, aber dann vergehe ich mich gegenüber dem Lernwerkstattansatz. Dann gibt es noch eine Stufe, die ein bisschen weiter eingeschränkt ist. Das heißt, ich arbeite in Stationsmodellen, aber nicht in dem Stationsbetrieb, den wir so aus der Schule kennen, ja, 5 Minuten, dann gehen wir weiter, sondern so eine Art Lernbeete. Dort in diesen Lernbeeten befinden sich dann Materialien eingeschränkter Art, wo ich sage, wenn ich zum Thema Kerze arbeite, was brennt an einer Kerze? Da liegt ein Docht, da sind verschiedene Kerzen, eine Lupe und Möglichkeiten zum Protokollieren und so. Da habe ich schon das Material eingeschränkt. Das macht mich als Lernbegleiter sicherer, weil die Kinder nicht ganz so ausbüchsen können, Anführungsstrichen. So, und dann gibt es das Arbeitsplanmodell. Das ist ein Modell, wo letztendlich relativ viel konkret schon vorgeschrieben ist, wo man ja dann letztendlich noch eine größere Sicherheit als Lernbegleiter hat, aber noch stärker die Kinder in ihrem Denken eingezwängt hat, sage ich mal so. Also diese Varianten gibt es. Man arbeitet sozusagen mit unterschiedlichen Instruktionsniveaus. Das Idealtypische wäre sozusagen, kaum mit Instruktionen zu arbeiten. Das machen wir im Helium. Im Helium gibt es kein Arbeitsplanmodell, gibt es keine Arbeitsaufträge, aber wir haben Installationen vorbereitet. Ja, ihr habt die chinesische Windmühle gesehen, aber was die Kinder damit machen, obliegt ihnen selbst. Ja? Und die Lernbegleiter sind dann dabei,
Das ist eine hochanspruchsvolle Aufgabe, sozusagen beobachten, was machen die Kinder, um dann mit ihnen reflektierend ins Gespräch zu kommen. Manchmal kommt ein Kind und setzt sich nach hinten und macht nichts. Auch das muss man erstmal aushalten. Aber in der Regel dauert das nicht sehr lange, weil so viele Angebote sind und Kinder stecken Kinder an, wenn etwas getan werden kann. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ja. Ja? Welchen Betreuungsschlüssel haben Sie da? Also wie viele Kinder sind das, auch wie viele Erzieher? Hier im Helium. Mhm. Also bis 30 Kinder und zwei Erwachsene. Das sind abgeordnete Lehrerinnen und Lehrer, die mit einer halben Stelle abgeordnet sind. Und ein Kindheitspädagoge und ein Diplom-Soziologe, der gleichzeitig auch Schauspieler ist. Der Holger, der auch hier zu sehen war. Ja. Und dann haben wir Praktikantinnen aus Schule, aus den Universitäten. Wir haben jetzt aus Kanada eine Studentin da, also es wird sehr nachgefragt. Aber so Stammbesetzung, zwei abgeordnete Lehrer, Lehrerin, Pädagogen und vielleicht noch einen dritten dazu, es kommt. Aber 30 Kinder, das ist die obere Grenze. Ja, ich habe mich das gefragt, weil ja doch bei so freiem Umgang mit so vielen Werkzeug und elektrischen Geräten und so weiter. In vielen Einrichtungen ist es so, oder auch bei uns in der Universität, da wird es Sicherheitseinweisungen gemacht, und Schein und was weiß ich nicht, was da alles irgendwie notwendig ist aus versicherungstechnischen Gründen. Und wenn die sich so frei da das alles ausprobieren dürfen, muss man ja schon manchmal vielleicht ein Auge drauf haben, wie weit darf man dann das zulassen. Ja. Also das hat mich natürlich als Leiter der Einrichtung auch umgetrieben. Gott sei Dank habe ich schon eine ganz lange Lernwerkstatterfahrung und die hat mich sehr ruhig gemacht. Wenn man Kindern die Verantwortung übergibt, nicht blauäugig, die Verantwortung übergibt, passiert, ich klopfe mal auf Holz, ganz wenig. Wir haben vergangene Woche das 10.000. Kind, anderthalb Jahre sind wir existent, das 10.000. Kind im Helium gehabt und es gab, soweit ich informiert bin, zwei Unfälle. Ein Unfall, der überall passieren konnte und einer, ich weiß nicht, hat sich ein Kind geklemmt oder so. Allerdings machen wir in den freien Phasen des Heliums, können die Kinder einen Expertenpass machen. Wie gehe ich mit Feuer um? Wie kann ich eine Bohrmaschine benutzen? Da gibt es so ein kleines Heftchen und dann wird das eingetragen. Aber wir haben drei Settings. Wir haben den Workshop, der ist vormittags von 9 bis 13 Uhr. Da kommen Klassen, ja, die angemeldet sind mit ein oder zwei Erziehern. Die sind natürlich noch mit dabei. Ja, die habe ich vergessen jetzt. Aber die haben keine Funktion. Die sollen einfach nur gucken, wie ihre Kinder arbeiten. Und wir haben nachmittags dann zwei Blöcken offen. Da kommen Eltern mit Kindern, da kommen Omas mit ihren Enkeln und wir strahlen so ein bisschen in den Stadtbezirk rein. Und in den Nachmittagsbereichen gibt es diese Hefte, Expertenhefte, sodass wir dann wirklich auch so ein bisschen sicher sein können, so eine Bohrmaschine hat schon eine gewaltige Kraft. Aber wie gesagt, nichts passiert. Sie hatten sich noch gemeldet. Ja. Gibt es auch Kinder, die sich überfordert fühlen? Ist ja doch eine recht große Fülle ist an dem. Na klar. Also das ist ja ein so offenes Setting. Wenn man das nicht gewöhnt ist, kann man da ausgesprochen unsicher werden. Und solche Kinder gibt es auch. Wir sagen am Anfang immer lassen. Ruhig erstmal auch ein bisschen Frust aufkommen lassen. Auch so ein bisschen, ich weiß nicht, mit meiner Langeweile umzugehen. Weil Langeweile ist ja eigentlich nicht so schlecht, ja, wenn man sie begreift als etwas Positives. Und wenn man dann merken, dass die Kinder dann wirklich auch unglücklich werden, alle anderen sind unterwegs und sie wissen eigentlich nicht, dann geht ein Lernbegleiter, eine Lernbegleiterin auf das Kind zu und kommt mit ihm ins Gespräch und bietet irgendwas an, hast eine Idee, komm, wir gucken mal. Und in der Regel, ja, kommen die Kinder relativ schnell dann auch ins Tun. Und
es wird es ja dann auch geben, dass Kinder irgendwie, weil es eben so viel gibt, irgendwie alles oberflächlich anfangen und alles auch in Wald, aber nichts zu Ende. Ja, naja, naja. Das war auch so eine, naja, Angst, sage ich mal, die wir am Anfang hatten. Und das Interessante daran ist, vielleicht muss ich es anders sagen. Spannend ist, wenn Gruppen kommen, die, sag mal, in anderen pädagogischen Kontexten als offenen Unterricht, sage ich mal, arbeiten. Das spürt man am Anfang. Die Kinder sind sehr, sehr unruhig, sehr unentschlossen. Sie können mit dieser Freiheit wenig anfangen. Ja? Und wenn sie das zweite Mal kommen, das dritte Mal kommen, dann verändert sich das total. Aber jetzt nochmal auf Ihre Frage. Sagen Sie nochmal, ich wollte, was hatten Sie gefragt? Das, genau, Kinder, wenn das Kinder alles möglichst auch. Ach so, ja, Entschuldigung. Etwa so funktioniert das jeden Tag. Die Kinder kommen in den großen Vorraum, kriegen ihren Namen. Wir kennen die Kinder ja alle. Oh, wir kennen die Kinder ja alle nicht. Ja, inzwischen schon, weil immer mal welche wiederkommen. So, dann gehen Sie rein und es wird gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch für 5 bis 10 Minuten im Raum umzuschauen. Das heißt, diese Orientierung im Raum ist ganz wichtig. Bitte fasst nichts an, sondern guckt nur, was da ist. Das funktioniert fast immer, weil relativ schnell so die einen oder anderen, die dann was anfassen wollen, von ihren Mitschülern, darauf hingewiesen, du hast gehört, du sollst nichts anfassen. Ja? So, dann nach dieser Zeit, das, wie gesagt, ist immer so eine Gleitzeit, wir gucken, wie sich das dann gestaltet, dann gibt es einen Gong. Und dann kommen die Kinder in den Kreis. Und im Kreis wird über das Thema gesprochen. Wind, ich glaube, das war Wind. Wind bringt zwar das. Was für Erfahrungen habt ihr? Habt ihr zum Wind schon mal was gemacht? Also so eine geistige Fokussierung. Auch das ist wieder so 10 Minuten, 15 Minuten, es kommt immer drauf an. Und dann wird gesagt, so, los. Und dann passiert etwas, was eigentlich fast immer passiert. Etwa 15 Minuten muss man sich etwas zurückhalten als Erwachsener. Das ist ein solches Wuseln. So nahezu chaotisches Wuseln. Es ist auch relativ laut. Ja? Nicht zu laut, also nicht so laut wie in Klassenräumen, aber es ist so. Und etwa nach 15 Minuten, jedes Mal, wird es ruhig. Und dann haben die Kinder für sich irgendwas gefunden. Dann gibt es immer noch 2, 3, die dann immer mal dort, nach dort, nach dort, nach dort. Und irgendwann fressen die sich fest, sage ich dann immer. Und dann bleiben sie. Weil sie spüren irgendwann, dass kein Druck vom Erwachsenen vorhanden ist. So, und ja, es ist halt eine total spannende Lernatmosphäre und Kinder sind so Seismographen im Wahrnehmen von solchen Freiheitsräumen. Was noch nicht so gut gelingt, aber ich weiß auch nicht, ob man das jemals besser hinbekommen ist, wenn die Kinder dann ihre Prozesse abgeschlossen haben, was gemacht haben, getan haben, gehen wir nämlich immer in den Kreis zurück. Und unser Ansinnen ist ja, über die Lernwege zu reflektieren. Und da merken wir, also ich bin da noch unzufrieden, da merken wir, dass hier noch Befähigungsprozesse sozusagen stattfinden müssen. Aber das ist ein Problem, was wir Erwachsene auch haben. Viele Kolleginnen und Kollegen können auch nicht über ihre eigenen Lernprozesse reflektieren. Ja, das ist also so ein Übungsprozess. Immer wieder zusammenhängend mit Selbsteinschätzung, Wertschätzung, wie wert bin ich mir selber, das darzustellen. Aber das sind Prozesse, die dauern. Da sind wir noch dran. Da haben wir noch keine, bin ich noch nicht zufrieden. Ansonsten bin ich schon recht zufrieden mit dem, was wir dort geschaffen haben, mit der Unterstützung vieler, die da kommen und immer wieder. Wenn Sie mal nach Berlin kommen, kommen Sie mal vorbei. Gern gesehen. Es kommen ganz viele internationale Gäste. Jetzt sind wieder. Ja, ja. Bescheid geben und das ist kein Problem. Ich habe versprochen, dass er sein Taxi gleich kriegt. Also, ja. Und das werde ich jetzt auch einhalten. Ich hätte nämlich auch noch eine Frage gehabt, aber da rufe ich dann mal an. Nämlich zum Beispiel, ob auch daraus was anderes entsteht, als jetzt naturwissenschaftliche Lernen. Wie zum Beispiel, ob auch mal ein Theaterstück entsteht oder so, in so einem Setting, oder ob das Setting schon so ist,
Aber das frage ich jetzt nicht. Aber ich kann es sagen. Ja? Unser Holger ist dabei, ein Theaterstück, ein interaktives Theaterstück über Helle und Leum mit Kindern zu machen. Wir werden also ein naturwissenschaftliches Theater entwickeln. Da bin ich gespannt drauf. Und dann machen wir eine Premiere hier oder irgendwo. Erstmal herzlichen Dank. Wir werden im nächsten Semester eine Schreibwerkstatt hier machen, die aber nicht dazu da ist, wissenschaftliches Schreiben zu lernen, sondern die mit ihrem Spaß arbeitet, zu schreiben. Und was wir da schreiben, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, ich weiß es am ersten Tag dann auch noch nicht. Ich lade Sie schon mal herzlich ein. Nächste Woche bitte ich Sie noch einmal zu kommen. Janusz Korczak wird zum Anlass genommen, über Ethik und Moral unseres Handelns als Pädagogen und Pädagogin zu reflektieren. Und das ist dann auch der Abschluss. Hartmut Wedekind, vielen, vielen Dank. Gute Reise nach Berlin und uns allen natürlich heute Abend. Ne? Ja. Vielen Dank. Und tschüss.